habe nicht mehr so viel hier, Zeit. Ich bin hier am Rauf- und Runterbrettern wie so ein Bilder. Ja, ich auch. Und da der abgeschlossen ist, müssen wir den fertig kriegen. Ja, sonst ist das alles weg hier. Ja, dann könnte es sein, dass der Server wieder... Ach, guck mal, es sieht gut aus so, ne? Warte mal, Screenshot. Jawolla. Nö, alles gut, ich dusche nach... noch nach einem guten... Was? Ich suche noch nach einem guten Bild. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss morgen zum Zahnarzt. Oh weia, ich kenne da noch jemanden, der zum Zahnarzt muss. Überstunden machen. Ja, sieht... Also, wenn wir das nicht schaffen, müssen wir. Da kommen wir nicht drum rum. Also, ich möchte nicht, sag ich dir ganz ehrlich, aber wegen müde und so. Aber wenn wir nicht fertig werden, müssen wir. Da kommen wir nicht drum rum, leider. Ja. Weil wir sonst nicht nochmal Kartoffeln haben wollen. Nee, die Kartoffel für das Kartoffelfeld war ja auch weg. Ja, wir konnten ja nichts mehr ernten, weil das schon abgeschlossen war und keine Ahnung warum, weshalb. Aber das Problem, was wir dann haben, dann haben wir einen Ernter weniger, ne? Nein, wenn wir das ja runter haben, können wir den Auftrag ja offen lassen. Wir konnten ja einfach nur nicht mehr ernten, das war das Problem. Wir müssen es nur runter ernten, dann können wir den Auftrag auch weiter offen lassen. Das Problem ist nur, dass wir vielleicht... Ich mag diese Flying Kameras, ne? Ich mag diese Kamerafahrten so geil, ne? Auch wenn ich jetzt nicht im Bild ist und ihr jetzt zum Beispiel Philipp im Bild seht, ich mag diese Kamerafahrten. Genau sowas dann kommt dann bei einem Treffen raus. Die Leute stellen sich was anderes von den Leuten. Ja, genau, Jens. Genau. Ich habe mir ein Game geleistet, kann es aber leider nicht spielen. Snowrunner! Yeah! Manu! Manu! Snowrunner! Yeah! Yeah! Ich meine bittere Tränen. Oh. Tage morgens ins Burgenland. Das sind so 550 Kilometer. Das ist so schön. Ich freue mich schon. Ja, genieße es. Die wollen mich überreden, Snowrunner zu spielen, aber ich will nicht, Meru. Nein, nein, du kannst nichts dafür. Alles Mach gut. Dir keinen Kopf. Eine Manu links, ich rechts. Wir nehmen sie unterm Arm und dann schleifen wir sie zum Snowrunner. Meru, du kannst nichts dafür. Das sind hier die Herrschaften, die wollen mich dazu überreden, das zu spielen. Klar, Manu, wir wollen das auch bald spielen. Hab das mal gehabt, 2 Jahre im TS gekannt und dann auf Real Life getroffen und das war eine ganz andere Welt. Natürlich! Wie hat mein Lütten gesagt? Der hatte auch seit Jahren einen Freund und dann haben sie aber immer nur gesprochen. Und dann hat er ein Bild von ihm gesehen und sagte, ich, das ist ganz anders, ganz anders. Ich meine, wie ich aussehe, wisst ihr ja theoretisch. Also Theo praktisch. Ich weiß, wie Dani aussieht. Weiß, wie Sonja aussieht. Bei Michael weiß ich's. Bei Michael Fritschen. Wie Sigi aussieht, weiß ich gar nicht. Ja doch, ich glaube doch. Ja doch, doch. Mein Ding. Ja, da war es schon wieder. Lass es so, wie es ist. Einfach so lassen. Snowrunner ist nicht Andy sein Ding. Wie Olli aussieht? Nee, keine Ahnung. Was? Wer ist denn Olli? Wer ist das denn? Alter, das wäre schlimm, wenn ich das nicht wüsste. Ja, wie Manu aussieht, weiß ich auch. Sie hat mich ja über ihre Vorstellung beschrieben, aber es passte tatsächlich nur eins. Ich bin männlich. Ja, leider. Ich habe voll daneben gelegen. Aber guck mal, wie schmal er schon ist.
Ja. Meine ist gleich voll. Ja, das hat er das damit in Verbindung gebracht. Genau das, Andi. Genau das hat er damit in Verbindung gebracht. Aber das ist leider auch so, dass das manche Menschen nutzen. Oh, sieht schon schnieke aus. Also, wir können es schaffen. Theoretisch können wir es auch noch schaffen, bis zum anderen Feld zu fahren. Ja. Ja, wenn du beide rüberfährst, ich würde dann nämlich wegbringen. Hä? Was rüberfährst? Wohin? Naja, ich muss ja die LKWs noch leeren. Ach so. Ja. Und wenn du rüberfährst mit dem vollen Gerät, wäre es doof. Würde ich mich outen, würde die Hälfte nicht mehr mit mir reden. Sag nicht solche Sachen, Miro. Also wenn ich mir eins in diesem Chat mit dieser Community nicht vorstellen kann, ist, dass hier irgendeiner von euch oberflächlich ist. Das glaube ich nicht. Und sollte irgendjemand von euch oberflächlich sein, dann bitte schluckt es einfach mal den Hals runter. Weil sowas finde ich, das geht für mich nicht. Das, oh, ich bin voll. Nicht aufgepasst. Warte, ich komm ran. Dann nehme ich erst deinen, bevor ich den da leer mache. Sowas geht für mich nicht. Ach so, ich müsste mein Pfötchen aufmachen. Ach, ich muss ja von der anderen Seite ran. Mensch. Du bist, wer du bist. So sieht's aus. Also, ich kann mir nicht... Das geht gar nicht. Also... Mal sehen. Bisschen was passt noch rein hier. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Voll. Der andere auch? Der LKW? Ja. Okay. Der LKW müsste auch voll sein, deswegen, ich bin jetzt unterwegs. Okay. Aber im Notfall kannst du meinen ja noch nehmen, der ist fast leer. Ja. Aber ich habe jetzt 67% nur. Nein, also ich beurteile nie nach der Verpackung. Woher? Du weißt genau woher. Ich beurteile niemals nach der Verpackung. Das mache ich nicht. Wenn ich das von vornherein gemacht hätte. Wenn ein Mensch zwei Sexualitäten in sich vereint, ist das nicht einfach. Das stimmt. Aber händelbar, Meo. Händelbar. Alles händelbar. Ein Buch wird nicht nach dem Umschlag. Genau. Genau das. Das ist nicht einfach, aber händelbar. Und wenn du dir darüber den Kopf machst, nö, brauchst du nicht. Geld regiert die Welt. Oh Gott, es klingelt tatsächlich in unserer Kasse. Geld, es läuft. Zwei Geschlechter, ja, auch das nicht, Miro. Ich habe mich durchaus mit diesem Thema befasst. Durchaus befasst. Bin ich schon auf dem Rückweg. Oh, wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Ich bin auf dem Rückweg. Ja, wird auch Zeit, ne? Petit, ich bin gleich voll.
Der Charakter eines Menschen ist mir wichtiger als das Aussehen oder die Herkunft oder wen oder was er in sich vereint, wen er liebt, was er liebt, für was er sich identifiziert, ist scheißegal. Interessiert nicht. Es hat niemanden zu interessieren. Das geht nur einen selber was an. So. Genau, Beringer schreibt es gerade. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es einen mich nichts angeht. So sieht's aus. Genau so sieht's aus. Beringer schreibt es gerade. Mäuschen, Mäuserig, ich rede mit Leuten. Genau das. Guck mal, so. So. Genau das. Nö, du bist ja ein Teil davon, Miru. Da brauchst du nicht neidisch sein, du bist ein Teil davon. Für mich ist Mensch Mensch. Was er liebt, wen er liebt, als was er sich identifiziert, ist scheißegal. Mensch ist Mensch. Bleib stehen. Das Einzige, wo ich Unterschiede mache, und da stehe ich auch zu, sind Mörder. So wie Andrina sagt. Natürlich ist es so, dass man im Leben dies eine oder das andere nicht mag, aber das hat mit dem Menschen, mit dem Gegenüber nichts zu tun, gar nichts. Überhaupt nichts. Und es läuft wieder. Oh, es klingelt in der Kasse. Schaffen wir eine Mille? Nee. Warum nicht? Bei den 133.000 ist ja waren mit dem Auftrag zusammen. Und wir waren jetzt bei 800.000. Ja. Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Oh weia, oh weia. Ja, liebes, liebe, Respekt. Das ist so. Oh, nee, da bin ich auch rigoros. Sowas mag ich tatsächlich nicht. So. Oh, gleich geschafft, Leute. Seht ihr die letzten drei Reihen? Ich weiß, da hängen noch lauter Zippel, aber ich werde nicht. Und ich wiederhole es sehr, sehr gerne. Ich werde nicht über dieses Feld tuckeln, um da noch zwei Zwiebeln rauszuholen. Nein. Deswegen habe ich ja Zwiebelrupper und Pastinakenzupfer gesucht. Geh als Mann, so steht's im Ausweis durch. Aber bin gerade genauso eine Frau und fühle mich wohl dabei. Siehst du? Kenn da noch jemanden? Was denn? Was Miro geschrieben hat. Ich kenne da noch jemanden. So. Oh, da hinten sind aber noch ein paar. Oh, ich hasse mich selber. Aber das sind viele, das sind nicht nur zwei. Ich muss das so als Entschuldigung sagen. Das sind zwei, mehr als eins. Ich lasse den mal hier in der Mitte stehen. Ja, mach mal. Ich hole mir den Traktor, bring den schnell weg. Ich weiß gar nicht, zu welchem Feld müssen wir eigentlich wegen der Passage. Ich habe es auch, weiß ich nicht. Mensch ist Mensch und so wie er ist, so ist er eben. 61. Das ist doch hier drunter, ne? Das ist doch gleich hier drüben. I hope so. Neben dem Hotel. Du willst schon wieder ins Hotel? Hier, rechts, rechts. Also, wenn du jetzt zum Hotel guckst, links dran vorbei. Okay. Das ist nicht wegen uns, das ist eine Sache Politiker, welche kein richtiges Deutsch reden können und auch nichts davon Ahnung haben. So sieht's aus. Vieles ist gemacht. Vieles ist gemacht. Oh, das war ein ganz schöner Schwung.
Über die zwei fährt sie einfach hinweg. Fährst du der Menge. Sonja, hast du deine Adleraugen ausgepackt oder was? So, ich stehe hier. Und wo müssen wir hin? Welches Feld? Unten rechts. Da dieses, was ist das, braun-beige. Die 61? Ja. Das müsste es sein. Wieso blinkt die nicht? Weil du Dings nicht an hast. Die Details? Nein, aber die blinkt doch, die Zahl blinkt doch sonst immer, oder nicht? Eigentlich schon. Na gut, ich fahr dahin. So. Würde ja gerne vorne das Mähwerk hochnehmen. Aber dann sehe ich nichts. Oder? Nicht wirklich. Oh doch, geht. Weiß, ich müsste jetzt zuklappen. Ich sehe Sigi schon tippen. Andrina, klapp zu! Ich sehe ihn schon tippen. Und das Geld läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Aber die 900.000, die schaffen wir noch. Ja, aber knapp. Was? Aber es hat mal immer einer gesagt, immer Mensch bleiben, genau. War das die 61 oder die 62? Das war klar, dass das nicht geht. Die 61 hat einen Drescher. Also, wieso gucken wir eigentlich rein, welches Feld steht doch oben? Ja, wenn man denn da hinkommt, irgendwann mal. So, jetzt werden wir uns mal die Pastinaken mal ein bisschen genauer angucken. Aber erst werde ich meinen Drescher sauber machen. Einmal und dann ist hier nämlich... Achso, den anderen soll ich auch noch überbringen, ne? Mhm. Ach ja, wartet. Ich komme schon mit dem Trecker und dann fahre ich noch schnell den LKW weg und dann... Wieso ist das Röhrchen noch draußen? Mach nicht so. Wegen leer machen. Ach, Mann. Wo ist das? Warte mal, andere Richtung, ne? Warte. So. Wo ist denn dieses Scheißhotel? Hä? Wo ist das? So, da ist das Hotel. In die andere Richtung. 22, ich muss ins Bett. Ja, wir sind auch gleich fertig, liebe Sonja. Wir müssen nur noch mal einmal umräumen. Schlaf gut, süße Träume dir. Und heute Nacht wird geschlafen. Ja, ich habe Planet Crafter gespielt. Ich habe Planet Crafter gestorben. Sagen wir es lieber so. Aber manchmal habe ich es auch geschafft. War zwar knapp, aber... Schöner wäre es, wenn ich Planet Crafter spielen würde und wüsste, was ich da täte. Das wäre noch schöner. Ich versuch's, aber verspreche nichts. Ja, mach mal. Keep cool. Tief Luft holen. Bin Mensch. Immer noch. Hoffe ich zumindest. Ich tu wenigstens meckern wie einer. Kannst du Philipp fragen? Ja. Was? Ich hör zu. Ich gebe sogar Antwort. Weißt du, konsequentes Ignorieren, ne? Ach ja, jetzt auf einmal. Ja. Jetzt haben wir das wieder. Konsequentes. Oh, guck mal. So sehen Pastinaken. Ups. So sehen Pastinaken. So sieht das Pastinakenfeld aus. Grit, wenn du noch da bist, guck mal. So sieht ein Pastinakenfeld aus. Ich hätte es nicht gewusst, ne? Kann man sich bücken? Ja. Aber man sieht keine Pastinaken. Hier
sind ja eigentlich auch im Dings drin, ne? In so einem. Ja, aber man sieht es ja doch schon irgendwie manchmal, ne? Also zumindest bei den anderen Erdäpfeln. Meckern kann sie, lol. Guck mal, wo Jens ist. Guck mal, wo Jens ist, du. Nein, Andi, nein. Das ist für andere Zwecke, nicht für diesen hier. Aha. Liebe Grit, wir werden das nächste Woche, werden wir das rausfinden, wie das schön aussieht. Was hältst du davon? Genau, nächste Woche werden die Pastinaken vom Bett. Ich komme. Ich höre leider nur immer ein paar Bröckchen an. Das ist doof. Das ist doof. Solltest du diese Folge auf YouTube schauen nochmal, liebe Grit, weil du nur die Hälfte mitbekommen hast, dann fühl dich herzlich geknuddelt und umarmt. Und ja. Wo bist du denn überhaupt? Komm gerade. Ich mache hier gerade alles sauber. Mhm. Ich fahr jetzt hier hinterm Trecker vor. Ich seh's. Ich bedrohe dich mit meiner Wasserpistole. Aber der sieht noch blitzeblank aus, der Typ hier, ne? Mhm. Der hat gar nicht so viel geleistet. Der Typ da oben, der sieht auch blitzeblank aus. So, ihr Lieben, das war's für heute. Wir haben das Kartoffelfeld, das Zwiebelfeld geschafft, ja. Jetzt demnächst dann nochmal die Pastinaken. Ich weiß nicht, warum sagen die eigentlich mehr Pastinaken? Ich sag mal Pastinaken. Wie heißt denn das jetzt? Nacken oder Naken? Ich glaube Naken. Pastinaken? Pastinaken. Pastinaken, das sind Pastinaken. Wie der Nacken. Nein. Philipp, sauber gearbeitet, nicht schlecht, der Specht, also hast mich auch nur ein wenig geärgert heute. Nicht mehr wie sonst. Nein, tatsächlich so. Manchmal muss man dich ein bisschen einnorden und dann geidert schon. Dann ist das alles wieder Tutti-Letti, ne? Hat es dir wenigstens ein bisschen Spaß gemacht? Mir macht's immer Spaß, wenn wir beide hier auf dem Feld sind. Und mit dem Chat, ne? Natürlich. Ganz ehrlich, sag mir, wenn du jetzt alleine spielst und über dein Feld fährst, ist das so, als wenn wir das hier im Stream mit dem Chat machen? Nee. Ich lese den gleich vor. Von Meru. Das ist auf jeden Fall nicht so. Komm, das ist doch eine Stange geiler, oder? Ja. Das ist doch echt eine Stange geiler. Genau das. Ja, und wenn ihr, lieben Leute, auf YouTube, wenn ihr diese Folge gesehen habt, dann wisst ihr, dass die letzten 6 Folgen oder 7 Folgen auch hier im Livestream entstanden sind. Und ihr da Bock drauf habt, mit uns zu reden, zu schreiben, zu labern. Wie auch immer, dann 19 Uhr montags ist LS22 Time auf Twitch hier bei Andrina Games. Den Link findet ihr unter dem Video. Und wenn euch diese Videos, die letzten 7 oder auch die letzten 100 und irgendwas, ich weiß gar nicht, wie weit wir gerade sind, wenn euch diese Videos gefallen haben, ruhig mal nachschauen, Däumchen drunter stecken, vielleicht einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten würde ich mich euch freuen, auch hier live auf Twitch zu begrüßen. An Philipp, vielen Dank für die letzten 3 Stunden. Bitteschön. Hat Spaß gemacht. Bye, bye. Tschüss.